Beim FK Austria Wien standen in den letzten Wochen einige Spieler im Blickpunkt, die bislang wenig in der Öffentlichkeit standen. Einer davon ist Tarkan Serbest. Er erzielte gegen St. Pölten sein erstes Tor für die Veilchen und ist heuer aus der Startelf nicht wegzudenken. Ja, ich habe gesehen, dass der Saale geschossen hat. Der Ball ist genau auf mich zukommen. Habe dann einfach mit der Hacke weitergeleitet und zum Glück ist er ins Tor reingegangen. Naja, super, ich gratuliere Tarkan. Jetzt hat er endlich die Befreiung pur. Es ist schön, wenn man das erste Tor gemacht hat, dann braucht man sich vielleicht keine Schmährufe mehr anhören von jemand anderem. Ja, war super einstudiert natürlich, kurz abgespielter Corner und flach in die Mitte und Erwin Fersal überragend sein erstes Tor. Ja, natürlich. Also ich wusste, dass Tarkan ein hervorragender Spieler ist, schon in der letzten Saison. Nur man muss immer schauen, wann die richtige Zeit ist, um zu spielen und wann er wirklich da ist, um die Mannschaft auch nach oben zu führen. Und das hat er in der Saison natürlich hervorragend auch schon gezeigt. Ich glaube, dass er merkt, was er kann überhaupt, dass er ein toller Fußballer ist, dass er alles hat, was ein guter Fußballer braucht auf der Position. Und von daher freue ich mich, so einen Spieler in unseren Reihen zu haben. Ein anderer ist Thomas Salomon. Er kam in der Vorsaison kaum zu Einsatzminuten, ist aber heuer durch die Rotation von Thorsten Fink oftmals in der Startelf. Ja, also die Situation heuer für mich ist natürlich viel, viel besser wie letzte Saison, ist klar, weil letzte Saison hat der Trainer nicht viel rotiert. Natürlich jetzt mit der Doppelbelastung, mit den vielen Spielen, kommt es mir natürlich zugute und ich denke, ich nütze meine Chance. Ich rechtfertige meine Aufstellung und der Trainer hat Vertrauen zu mir und deswegen gibt er mir Einsatzzeiten. Ich weiß ja, dass wenn man nur einmal die Woche spielt, können wir nicht einmal die Mannschaft wechseln. Die Mannschaft muss sich einspielen. Aber wenn wir halt die englischen Wochen haben, dann ist es wichtig, dass der ein oder andere sich nicht verletzt und sich ausruht. Marcinko muss jetzt zwei Spiele machen oder darf zwei Spiele machen mit der U21-Nationalmannschaft. Ist natürlich für ihn auch toll, aber letztendlich auch schwierig, wenn man mal Pause braucht, dass er keine Pause bekommt. Also musste ich ihm heute die Pause geben und ich weiß, dass ich mich in diesem Jahr auf Salomon verlassen kann und freue mich, dass er das auch zeigt, dass er immer sein Vertrauen rechtfertigt. Ich bin bereit, ich bin Trainer auch gesagt. Letzte Saison war natürlich nicht so einfach für mich, weil ich nicht viel zum Spielen gekommen bin, aber jetzt, ich habe einen Rhythmus. Ich komme eigentlich, ja, kann man sagen, regelmäßig zum Einsatz und ich fühle mich gut. Ja. Das ist natürlich für mich persönlich viel, viel besser wie letztes Jahr. Und schließlich Patricio Stronati. Der Tscheche stand bisher kaum im Kader, spielte wenn überhaupt bei den Amateuren von Andi Ogris. Und dann überraschte er alle mit einer bärenstarken Leistung gegen Viktoria Pilsen. Gerade jetzt spielen wir ausgerechnet gegen Pilsen aus der Tschechei, wo er herkommt und macht so eine Top-Leistung. Freue mich für ihn total. Er hat das wirklich sehr souverän runtergespielt und für das ist er auch da, wenn er gebraucht wird, dass er dann auch seine Leistung bringt. Man kann ja auch herausstreichen, hat sie sicherlich eine schwierige Zeit gehabt, wenn man praktisch nie spielt, überhaupt kein Selbstvertrauen hat und hat heute herausragende Leistungen gebracht. Ja. War für mich die Überraschung des Spiels. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe natürlich Bedenken gehabt, das ist ganz klar. Er hat ja nicht oder die ganze Zeit nicht gespielt, weil der Trainer kein Vertrauen hatte zu dem Spieler. Wie soll ich das sonst ausdrücken? Und er hat heute das Vertrauen, das er bekommen hat, gerechtfertigt. Er hat ein Spiel gemacht, was ich nicht so erwartet habe, weil ein Spieler, der so lange nicht gespielt hat, vom Trainer so wenig Vertrauen bekommt und das dann so umsetzt, dann muss ich sagen, Hut ab vor dem Jungen und vielleicht schafft das dann doch noch bei uns. Aber es sind halt andere Spiele und hat genau in dieses Spiel gepasst mit diesen zwei großen Stürmern. Er ist ein unheimlicher Kopfballspieler. Wenn wir gegen eine Mannschaft spielen wie Admira oder St. Pölten oder eine Mannschaft, die halt weniger Ballbesitz hat als wir, viel weniger als wir haben, dann wird es von der Spieleröffnung her nicht ganz so gut. Da muss er sich verbessern, aber wenn er mir die Leistung anbietet, kann ich sagen, freue ich mich auf die Zukunft mit ihm weiter erstmal zu arbeiten und das zu verbessern.